Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen heute am Sonntag zu diesem neuen Tagesenergie-Orakel. Ich freue mich sehr, dass ihr alle euren Weg hierher gefunden habt. Ich habe gerade gesehen, es sind wahnsinnig viele neue Abonnenten dazugekommen. Vielen lieben Dank für euer Interesse und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle, die schon länger dabei sind. Ich freue mich sehr, dass das hier so wächst und gedeiht. So, heute am Sonntag wollen wir mal gucken, was das Universum uns so mitgeben möchte. So. Wir haben die Akzeptanz als zweites und als erstes fiel das Gesetz der Anziehung. Gut. Es ist manchmal im Leben so, dass wir Gedanken aussenden, die sich dann verselbstständigen. Manchmal ist es so, dass wir Gedanken denken, die negative Ereignisse nach sich ziehen oder die auch negative Menschen anziehen. Also pass gut auf, was du denkst. Ja, hier so Ritter der Stäbe. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Botschaft von oben ist oder ob das gerade für mich war, weil ich habe gerade in dem Moment, wo ich das sagte, negative Menschen anziehen, an jemanden gedacht, an besagten Herrn, mit dem ich im Sommer meinen Ärger hatte. Und es darf hier anscheinend etwas akzeptiert werden, was dann Gerechtigkeit reinbringt. So ein bisschen nach dem Motto, die Wahrheit macht dich frei heute. Oh ja, und die Königin der Stäbe, die steht nämlich über diesem Ritter. Das ist interessant, da gehen wir gleich näher rein. Kleinen Moment. Machen wir mal hier eine Gegenüberstellung. Also wir haben hier einen Ritter der Stäbe. Das könnte ein Mann sein, der halt gerne von Bett zu Bett hüpft, der leidenschaftlich unterwegs ist oder eine Energie, die sehr vorpreschend ist, sehr forsch, sehr fordernd. Wenn wir uns das Bild hier angucken, schauen diese beiden voneinander weg. Der Ritter reitet aus dem Bild raus und die Königin der Stäbe, diese leidenschaftliche Frau, die weiß, was sie will, guckt in die andere Richtung. Auf der Unterseite des Decks sehe ich gerade den Narren. Es kann sein, dass hier alles nochmal auf Null gedreht werden darf. Oha, denn wir haben den Turm auf dem Kopf. Es kann sein, dass hier etwas zwischen euch beiden, wenn es sich hier um eine andere Person handelt, eine andere Energie, ich würde sagen, als Dame bist du potenziell auf dieser Seite, als männlicher Zuschauer allerdings auch. Es kann sein, dass etwas aus eurem Leben herausgeht, was jetzt keine Berechtigung mehr hat. Es kann sein, dass du lange daran festgehalten hast. Ne? Dieses Feuer, was diese Energien hier verbunden hat, war wertvoll. Es kann sich dabei auch um ein Familienmitglied handeln, um eine Arbeitsstelle, also einen anderen, so einen Chef oder so, jemanden, mit dem du es zu tun hast. Hier gab es eine lange Verbindung und jetzt merkst du, dass etwas Besseres auf dich wartet. Wir haben hier auf der Unterseite des Decks jetzt auch nochmal den Tod, die Transformationskarte. Vielleicht kommt auch ein Skorpion um die Ecke, wer weiß. Und ja, hier die Königin der Schwerter hat sich hier gerade noch auf die Königin der Stäbe gelegt. Und diese Energien sind ziemlich weit voneinander weg, denn die Schwerter sind sehr kopflastig, wohingegen die Stäbe ja mehr mit den Temperament zu tun haben, mit den inneren Leidenschaften. Und wenn du diese beiden Qualitäten hier vereinigst, Kopf und Leidenschaft, dann wirst du auch diesen Turmsturz hier überleben. Wann hatten wir das mit dem Turmsturz? Ich glaube, es war am Donnerstag. Am Donnerstag haben wir schon mal den Turm gehabt. Es kann gut sein, dass für den einen oder anderen sich hier der Knoten lösen darf. Dann haben wir den Pagen der Münzen und einmal die Acht der Kelche auf dem Kopf. Vielleicht ist da jemand, der immer wieder versucht, dich in eine alte Version von dir selbst hineinzuquetschen. Mit dieser Konstellation hier, ihr Lieben, könnte ich mir vorstellen, dass hier jemand reinkommt, der es darauf angelegt hat, euch immer und immer wieder zu verletzen. Und zwar absichtlich. Hier ist jemand, der immer und immer wieder Themen und Dinge hochholt, um sie dir unter die Nase zu reiben. Es kann gut sein, dass du es hier heute mit einem Menschen zu tun hast, der versucht, dich
Ah, dich mürbe zu machen, genau, das ist vielleicht das richtige Wort. Es muss hier gar kein Angriff sein. Hier ist niemand, der dir jetzt hier diesen Knüppel über den Kopf haut oder der immer und immer wieder so auf dich einschlägt, sondern es ist mehr so, wie steter Tropfen höhlt den Stein. Hier ist jemand, der versucht, durch Kleinigkeiten dir immer und immer wieder deine Unzulänglichkeiten aus der Vergangenheit hochzuholen, dich an Traumata zu erinnern, dir Geschichten erzählt. Das kann hier jemand sein, der sagt, also so als Beispiel, weißt du noch damals in der 7. Klasse, als du mal ausgerutscht bist und in einen Hundescheißehaufen gefallen bist? So jemand. Jemand, der immer wieder peinliche Geschichten von dir erzählen möchte. Jemand, der dich immer und immer wieder daran erinnert, dass du doch so ein bisschen mangelhaft bist. Hier versucht jemand krampfhaft, dich in eine emotionale Schieflage zu ziehen. Ja? Hier versucht jemand durch seine Worte und durch seine Gesten und Taten dich zu verunsichern und dich immer und immer wieder zum Schwanken und Wanken zu bringen. Da. Das ist aber so, dass du ja inzwischen gelernt hast, dass man nicht auf alles reagieren muss. Na, ich hoffe, du bist inzwischen in der Reisegruppe, wo du weißt, dass du nicht auf alles reagieren musst. Und manchmal ist es nicht so leicht. Ich weiß, ab und zu fällt man drauf rein, vor allen Dingen, wenn man narzisstische Ex-Partner hat, mit denen man verbunden sein muss. Solche Geschichten passieren immer und immer wieder. Aber du hast hier ja dein volles Potenzial. Schau, du hast hier das volle Potenzial von Herz und Verstand. Du bleibst da schön auf deinem Thron und überlegst dir, was du akzeptieren möchtest in deinem Leben und was du nicht akzeptieren möchtest in deinem Leben. Und dann ziehst du hier auf kluge Weise deine Konsequenzen. Denn alles, was dir hier den Dolchstoß versetzt, ich drehe es mal um, sieht einfach besser aus. Alles, was dich hier vollkommen durchdrungen hat, ja, alle Gedanken, alle negativen Gedanken, alle negativen Muster und all das, was dich da in der Vergangenheit so sehr zerlöchert hat, das ist jetzt dabei, rauszugehen. Du weißt darum. Mit den 4 der Münzen fühlst du dich aber vielleicht trotzdem instabil. Ich höre gerade, fake it until you make it. Es kann gut sein, dass du hier nach außen hin diese Königin-Qualität dringend verkörperst oder verkörpern solltest, auch wenn das nicht so ganz vielleicht der emotionalen Wahrheit entspricht. Es bringt an dieser Stelle fast niemandem etwas, wenn du an der Situation zusammenbrichst, außer vielleicht diesem Ritter der Stäbe, der dann ein leichtes Spiel mit dir hat, was auch immer das dann bedeuten mag. Ich hätte ganz gerne noch eine Karte hier auf die Königin der Schwerter. Was für kluge Entscheidungen und aus welcher Position heraus dürfen sie geschlossen werden? Ja, wir haben hier den Herrscher. Es kann ein Mann sein, der als nächste Person noch mit dazukommt. Es kann aber auch sein, dass du hier generell Probleme mit einer Autoritätsperson hast heute. Beziehungsweise jemanden, der sich als Autoritätsperson versteht, beziehungsweise meint, er würde über dir stehen. Aber lass dich davon nicht verunsichern, ja? Die Königin der Schwerter kann es durchaus mit dem Herrscher aufnehmen, weil sie klug ist und argumentieren kann. Außerdem bist du nicht an diesen Menschen gebunden. Mit den 6 der Kelchen gehst du nur noch Verbindungen ein, die wirklich liebevoll sind, die von Herz zu Herz sind. Vielleicht bist du ein bisschen nostalgisch und trauerst schon einer alten Beziehung hinterher oder der Illusion einer alten Beziehung, die Möglichkeit, dem Potenzial. Na, vielleicht gab es da einen Menschen, den du selber auch so gesehen hast. Du hast diesen Menschen auf dem Thron gesehen. Du dachtest, mit ihm kannst du alt werden. Ihr könnt euch zusammen stabil ein Leben aufbauen. Aber dann musstest du feststellen, dass es halt hier Probleme gibt. Probleme, die vielleicht unüberbrückbar sind. Differenzen, die dich kaputt machen. Andauernde Streitgespräche, jeden Tag Dolchstöße in den Nacken, in den Rücken. Ein Mensch, der dich vielleicht auch in eine Schuldenfalle getrieben hat. Es könnte hier jemand sein, der dir gut und gerne dein Geld aus der Tasche zieht, Verträge auf deinen Namen abgeschlossen hat oder generell der Meinung ist, als Sprachrohr für dich nach außen
agieren zu dürfen und dich bevormunden zu können. Und jetzt ist es an der Zeit, das aufzulösen. Auch wenn ihr mal eine schöne Verbindung hattet in der Vergangenheit, so erkenne doch die Umstände, wie sie im Hier und Jetzt sind. Es ist wichtig, dass du erkennst, dass da Besseres auf dich wartet. Wenn du diese Situation hier löst, dann wirst du automatisch in eine andere Richtung geführt werden. Ich hätte ganz gerne noch eine Karte hier aus dem Engel für jeden Tag Set. Welche primäre Geisteshaltung könnte uns denn hier heute weiterhelfen bei dieser Situation? Was darf ich meinen Zuschauern heute noch mitteilen? Belohne dich selbst. Du hast in letzter Zeit viel von dir gegeben und jetzt ist der Moment für dich gekommen, etwas zu empfangen. Nimm dir die Zeit, dich auf eine sinnvolle Weise selbst zu belohnen. Dieses Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen ist eine essentielle Voraussetzung, um deine Energie, Stimmung und Motivation auf einem kontinuierlich hohen Level zu halten. Ja, und es ist manchmal gar nicht so einfach, die Zeit und den Raum zu finden, um sich selbst zu belohnen, hier auch mit den 6 Kelchen in den Überschwang zu gehen und sich auch die Zeit zu nehmen für manche Dinge. Genau. Ja, ich hetze jetzt auch eigentlich seit einer Woche hin und her, seitdem ich wieder gesund bin. Heute bin ich bei meinem Sohn, einem meiner Söhne. 3 Stück habe ich davon und einer wird heute 7 Jahre alt und den besuche ich heute. Und danach ist bestimmt mit mir nicht mehr viel anzufangen und ja. Dann schaue ich mal, wie ich den Tag ausklingen lasse. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz wunderbaren Sonntag und halte dich am besten einfach von all diesen Energien fern, die dir irgendwie hier so ans Bein pinkeln wollen. Es muss, also wenn du nicht musst, wenn du jetzt so wie ich nicht unbedingt musst, dann geh nicht zu Rittern der Stäbe oder blockier sie, wenn sie dich anschreiben oder stell dein Handy aus oder wie auch immer. Lass dich heute nicht um deine wertvolle Zeit bringen, vor allen Dingen wird mir hier gerade gesagt, ja. Sorge dafür, dass das, was reinkommt, also an Negativität, nicht ankommt, ja. Schaffe dir eine Schutzhülle um dich herum, indem du unerreichbar bist, indem du nicht auf Social Media unterwegs bist oder sonst irgendetwas. Je nachdem, wie die Situation bei euch ist, ja. Also ich meine, wenn jemand direkt an dein Küchenfenster klopft, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Aber du könntest versuchen, die Jalousien noch schnell zuzumachen und so zu tun, als wärst du nicht da. Auch das ist manchmal akzeptabel. Dann haben wir hier, achte auf die Geräusche, die du in diesem Augenblick wahrnehmen kannst, ohne sie zu bewerten. Nimm sie einfach offen zur Kenntnis. Achte sowohl auf Geräusche und Klänge, die aus deiner unmittelbaren Nähe stammen, als auch die, die von weit her an dein Ohr klingen. Gut, also für mich hört sich die Karte ein bisschen nach Durchzug an. Also wenn jemand versucht, dich hier immer und immer wieder mit den 8 Kelchen zu nerven und dir zu erzählen, oh, weißt du noch damals, wie schlecht, oder dir auch so ein bisschen hier so Fake-Szenarien verkauft, so nach dem Motto, oh, erinnerst du dich noch dran, wie traumhaft schön unser Urlaub vor 15 Jahren war? Und du denkst so, ja, ich erinnere mich an den Urlaub, aber er war total, und dann dann kommen diese ganzen negativen Gefühle hoch, dann wankst du vielleicht auch, vielleicht erinnerst du dich auch an die schönen Momente und kommst ins Wanken, aber denk dran, ein Mensch, der dir immer und immer und immer und immer wieder in den Rücken gefallen ist, ja, oder ein Mensch, der einfach nicht akzeptiert, was du dir in deinem Leben aufbauen möchtest und der auf deinen Gefühlen herumtrampelt, ist vielleicht die negative Version des Herrschers, ja. Da ist vielleicht jemand in seiner Negativität, in seiner Machtausübung aggressiv, bevormundend, klugscheißend, ja. Und solche Menschen musst du nicht in dein Leben lassen, wenn du es verhindern kannst. Es steht dir frei, dich mit Menschen zu umgeben, die du liebst und die dich lieben, die dich wertschätzen und mit denen du deine Zeit verbringen möchtest. Gib Menschen, die dir auf den Keks gehen, keinen Zugang zu deinem Inneren, ja, und zu deinem Zirkel, zu deinem Zuhause, zu deinem Leben, zu den Informationen über dich. Okay? So, ihr Lieben, das war's dann für heute auch. Dann werde ich mir hier so meinen Tag beginnen. Mich ein bisschen innerlich wappnen und gucken, dass ich da gut durchkomme. All jene, die noch auf eine persönliche Kartenlegung warten, es dauert auf jeden Fall noch mindestens bis Dienstag oder Mittwoch, weil ich jetzt ein bisschen was um die Ohren habe.
Wie einige wissen, bin ich immer noch auf Wohnungssuche, sonst bin ich Ende des Monats nämlich obdachlos und ja, ich habe noch so einiges zu tun. Genau. Aber ich bemühe mich, eins nach dem anderen schnellstmöglichst abzuarbeiten, ihr Lieben. Gut, das war's dann auch für heute. Gehabt euch wohl, macht es euch so schön wie möglich und denkt dran, teilt euer Herz und eure Liebe hier mit Menschen, die es wirklich wert sind, ne? Die Lust haben, mit euch in die Wachstum zu gehen, die mit euch nach vorne schauen, positiv und nicht nur Future Faking betreiben, sondern auch wirklich anpacken und dann auch machen. So, bis dann, bis morgen. Ciao.